Hey Leute, wir sind wieder zurück bei der Mui-Aufbereitungsanlage. Deutsch ist schwierig. Und ja, in der letzten Folge hat sich herausgestellt, dass wir jetzt auch noch für Deni arbeiten dürfen, den wir eigentlich gar nicht mögen. Aber was willst du machen, ne? Feindliche Übernahme. Varus, Echel und Söldner sind in Stellung gegangen, um die Mill Valley Minen einzunehmen. Leiste Unterstützung und schlage ihnen eine Bresche. Anschließend kannst du dir die Archenzelle beschaffen. Dass du Das schnell hört sich zu doch ihnen gut an. kommst. Geduld gehört nicht gerade zu Ekolons Stärken. Gut. 300 Meter. Da können wir Zeit sogar für ein hinfahren Auto. ohne Pitch. Nee, wird Zeit, dass ich mir mal eine richtige Karre zulege. Wo der Quad immer noch schneller ist als den ich dazu gekriegt hatte. Als der, den ich dazu gekriegt hatte. Oh Leute, heute ist mein Deutsch wirklich butterbrottechnisch. Ich brauche hier ein wenig Hilfe. Ja, brauchst Hilfe? Ich mach das. Eine weitere Trophäe. Ich helfe euch. Keine Feinde mehr. Ne? Ich sehe aber ein paar. Versuchen wir dran zu bleiben. Haha, da kam er von hinten. Ups. Geschützt. Das war aus Versehen. Na dann. Wir wissen ja, was wir zu tun haben. Sprinter. Ach ja, ich habe eine neue Shotgun, die hat ja nur noch 10 Schuss. Und schießt auch keine Blaster-Schüsse mehr. Sondern ganz normale Munition. Projektilchen. So, da ist der Schild weg. Aim for the head. Mach dein Kleben. Autsch. Da guckst du, ne? Wir dich gebrauchen. Denk darüber nach. Na dann ab zur Mill Valley Mine, Leute. Ah, wir sind faul, wir fahren dahin. So nicht. Reiß die Verteidigung nieder. Den Rest erledigen die Ekelon-Söldner. So kann ich ihr horrendes Versehrtengeld einsparen. Immer nur Geld, ne, Varus? Immer nur Geld. Was anderes interessiert dich, reichen Sack, gar nicht, ehrlich gesagt, ne? Mein Leben ist dir mal wieder voll egal. Oh, muss ich da hoch? Oh, meine Moon ist ja leer. Ups. Ich sollte vielleicht mal wechseln. Verteidigungsposition 1 ich habe deaktiviert. Die Firewall überwunden. Klasse. Ja, mach du mal. Mir ist warm. Das ist nice.
Komm, treffe ich mal wieder mit Granaten? Jawohl. Hat aber nicht gereicht. Ach, kommt schon, Leute. Ich will noch mal das Ding aktivieren. Ein leichtes Ziel. Du bist ein Loser. Hast du das gehört? Menschen sind Loser. Todesstoß. In your face, Mann. Darf ich jetzt bitte? Danke. Ich habe die Sicherheitssperren überwunden und bin im System. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Fall runter, du Lappen. Oh, Alter. Du hast mich voll erschrocken, du Sack. Alter. Oh, Leute, aus dem Nix. Wir sind drin. Die 99ers haben hier eine Sprengstofffalle aufgebaut. Ruf die Spezialisten von Echelon über Funk. Na dann. Oh, mein Hund hat wieder Wachhund-Effekte. Ronja, aus. Herrchen nimmt gerade auf. Kannst du nicht machen. Sorry, Leute. Aber that's my dog. My crazy Hund. Sie weiß auch genau, was sie gemacht hat, weil sie jetzt gerade neben mir steht. Das müsst ihr mal sehen. Jetzt sitzt sie. Naja, ist ja egal. Die Echelon-Truppe ist unterwegs. Alabama One auf Position. Errichtet eine Verteidigungslinie. Ja, macht mal was für euer Geld. Mach deinen Frieden. Boah, Leute. Ich helfe euch mal ein bisschen, Echelons. Alter, Alter, Alter. Maul. Ihr seid Alliierte. Ich werde beschossen. Beeil dich. Ich hab ihn. Ja, yeah, Schrotflinten auf 4. Autsch. Waffen bereit. Bin ungeschützt. Zurück. Schießt ihn mit nieder. Oh oh. Ganz schön in der Ecke hier. Autsch! Autsch! Yeah! Okay, der war schon mal weg. Vom Fenster. Nur noch der eine hier, das schaffen wir ja wohl. Alter, diese Echelons, die machen ja gar keinen Schaden, kann das? Bombe gesichtet. Ich kümmere mich drum. Ja, wo ist denn die Bombe?
Das Auto hier oder was? Nö. Nee. Die Rostlaben sind weg. Übernimm die Mine. Ich orte zahlreiche angreifende Raiders. Das dürfte interessant werden. Kannst du noch Raider? Ich finde diese Sterbeanimationen von denen super geil. Ganz ehrlich. Teilweise echt witzig. Bluten sollst du! Unhöflich. Wow! Geht weg, ihr. Oh. Ups. Ich helfe dir, Bro. Zeigen wir es ihnen. Keine Gegner mehr. Machen wir wieder zu schnell. Kein Grund zur Sorge mehr. Sie ist entschärft. Okay, und nun? Bombe gesichtet. Ich kümmere mich drum. Ah, noch einer. Okay. Es geht los. Ach ja, da war eine. Da hinten steht, glaube ich, auch noch einer. Ja. Musst du dreimal hauen, die Kollegen, ey. Ich geh in Deckung. Wow. Ich helf dir. Danke. Du bist der Licht. Das ist der Anfang vom Ende. Hä? Scheint alles ruhig. Weitermachen. Kein Grund zur Sorge mehr. Sie ist entschärft. Okay. Bombe gesichtet. Ich kümmere mich drum. Alles klar. Siehst du noch welche? Genau in unsere Falle. Bring sie zurück. Ich brauche Hilfe. Gib mir Deckung. Ich muss da. Waffen bereit. Alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Bams. So geht das. Können wir jetzt weiter, bitte? Meine Damen und Herren. So, nun, da wären wir. Bitte erledigen Sie Ihre Arbeit. Los, 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 los. Keine Müdigkeit vor Schützen, vor Dingsen. Alle tot. Keine Feinde mehr. Das gefällt mir nicht. Oh. Du bist erledigt. Das ist der Anfang vom Ende. Ups, jetzt hätte ich mich fast selber umgebracht. Super, Brille, super. Ich bin schwer verwundet. Ausbauen.
Ob es vielleicht schneller geht, wenn ich da hochgehe? So, jetzt komme ich hoch zu euch, ob ihr wollt oder nicht. Hey. Hallo. Hallo, da ist der Onkel. Wo sind denn meine Kleinen? So, hier nehme ich derbe auf den Keks. Los, trefft ihr auch, Echelon-Söldner? Schwer war der Fehler dann auch nicht. Und wieso beschützt ihr nicht den Typen hier? Alles muss man selber machen. Einmal mit Profis arbeiten. Zeigen wir es ihnen. Wenn die Jungs teuer sind, was bin ich denn dann? Die bringen ja gar nichts. Das ist ja voll Idioten. Was soll das für Bomben entschärfen können? Gebiet gesichert. Yay. Das heißt aber nicht, dass die Mission vorbei ist. Sie ist definitiv nicht hier und war es auch möglicherweise nie. Gute Arbeit. Diese Mine wird mich reich machen. Komm zurück, damit wir darauf anstoßen können. Oh, und tut mir leid wegen des Missverständnisses. Wahres, du Schwein. Der Herr Gysi hat gelogen. Die Zelle war nie in der Mine. Klar, dass wir es ernst meinen. Hey, Kumpel. Varys ist im Krater und gibt damit an, dass er dich getäuscht hat. Sieht so aus, als habe er Hinweise auf das gefunden, wonach du suchst. Komm hierher und ich helfe dir. Alles klar. Das heißt, Leute, in der nächsten Mission reißen wir den guten Varys seinen speckigen Alien-Hintern auf. Dafür, dass er uns getäuscht hat. Das lassen wir nicht mit uns machen. Wir sind schließlich Archenjäger. Und ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß bei der Folge. Die Hauptquest geht weiter. Wir kommen so langsam näher an unsere Archenzelle. So, ich werde auch bald mal wieder eine Koop-Inni machen. Und PvP wird auch bald mal wieder erscheinen. Keine Sorge. Ich mache jetzt nicht jedes Mal nur die Hauptmission. Aber es passt momentan leider echt besser zeitlich bei mir. Und ja, ich hoffe, ich kann euch trotzdem zufriedenstellen und ihr guckt trotzdem weiterhin gerne meine Videos, ne? Alles klar, ich sag mal bis zum nächsten Mal. So, noch schön einmal hier. Ja, Leute, irgendwie wusste ich, dass dieser Varus uns wieder veräppeln will, aber in der nächsten Folge kriegt er auf den Sack. Ich hoffe, ihr seid gespannt darauf. Lasst mir doch mal Feedback da. Am liebsten mit einem Kommentar. Und ja, falls ihr noch nicht habt, haut doch noch ein Abo und eine Glocke raus. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein.